Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir haben 184 Tage überlebt hier im Pleasant Valley. Aktuell ist die Situation ein bisschen komplizierter als erhofft, aber ja, also ich denke, man muss damit klarkommen, dass die Wetterbedingungen beim Interloper wirklich schwierig sind. Aktuell lief es jetzt gerade immer so, dass ich draußen kaum was machen konnte, weil Schneestürme mir den Aufenthalt draußen unmöglich machen. Ja, muss man, glaube ich, mit klarkommen. Ich fange jetzt erstmal mit Folgendem an. Ich sage warten. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt beim Interloper ist, sich sinnvolle Ziele zu setzen. Und die würden für mich jetzt vor allen Dingen zunächst mal darin bestehen, genug Futter zu haben. Und da sind wir, glaube ich, schon insgesamt auf der richtigen Spur. Mal hier alles ablegen. Wir haben hier zum Beispiel das. Das finde ich sehr gut. Das könnte man mal zubereiten. Hier gibt es was zu flicken. So. Die Säge ist bei 75. Da könnte man auch was machen. Ich werde jetzt aber zunächst mal rübergehen. Und schauen, was die Hasenfallen machen. Also, erste Ziel, genügend Futter ran schaffen. Erste große Ziel. Müssen wir wirklich schauen, dass wir den Wölfen kein Problem bekommen. Aktuell sieht es gut aus. Also solange man wirklich gute Sichtbedingungen hat, ist das Ganze nicht so furchterregend. Hier meine Fleischstrecke. Die Sache wird einfach nur kribbelig, wenn man nicht mehr sieht, was vor oder hinter ihm ist. So. Gleich wieder aufstellen. So, den lege ich mal ab, den Hasen. Wie sieht's hier aus? Gab's hier noch was? Hier gibt's Trinkwasser. Okay. So, bringen wir erstmal den Stuff rüber. Oh, das wird man weit, weit riechen. I'm not sure I can carry much more. Ich
pack is getting kind of heavy. Ja, also ich versuche jetzt erstmal etappenweise in Richtung meiner Feuerstelle zu kommen. Und da sehe ich sie auch schon. Das ist wirklich funny. Dreht sofort wieder um. Also in dem Moment, wo man das Fleisch loslässt, ist er auch weg. If I can drop any of this gear. Oh, und da ist der Bär auch noch. Vielleicht. Wärme ich mich auf. Versucht, den Bären zu treffen. Schnell hoch. Aber der legt hier weite Strecken zurück. Also es hat nicht gesagt, dass der dann noch dort ist, wo wir ihn gerade gesehen haben. Kurz aufwärmen. Dann würde man den Bären erwischen, dann wäre man alle Fleischprobleme erstmal los. Sieht ihn nicht, man hört ihn nicht. So, wir brauchen weiter Brennholz. Kleiderschrank, den kann ich auseinandernehmen. Ach, das ist bloß dieses kleine Ding, okay. Ist das hier auch so? Sure, I can carry much more.
This pack is getting kind of heavy. Gut. Schauen wir mal, ob wir den Hasen im Snow Shelter zerlegen können. Erstmal okay aus. So, zerlegen. Gut. Schnell weg. Hinein. Wir nehmen einen Drink. Okay. Also mit dem Nachschub an Hasenfleisch sollte eigentlich alles okay sein. Ich nehme jetzt mal das Ding auseinander. 3 Stunden 56, wie ist das? Ja. Das ist okay. Und ich schau mal. Noch ein bisschen Zeit hier verbringen können. Ja. Schon recht komfortabel, so eine Schneehütte direkt vor der Tür. So. Viel, aber bringt uns durch die Nacht. So. Vielleicht noch zwei davon. Gut. Here we go. Es ist immer noch so dunkel. Gut. Dann vielleicht fangen wir mal mit dem Tisch an. Sache mal jetzt bei 87. Ah, da kann man noch eine Weile kloppen.
Ja, und mit diesen 6 Flammen hier, also mit den 6 Herdplatten, ist natürlich besser, das Feuer drin zu machen. Ich hab bloß nicht genügend Töpfe. So, aber was ist jetzt gerade so schwer? Ich hab Stoff, okay. Die brauche ich gar nicht. Ja, da könnte man mal im Snow Shelter ein paar Reparaturen ausführen. Und zwar hole ich doch nochmal den Stoff zurück. Also Kleidung und Säge. Der Säge an. Gut. Ist tatsächlich ziemlich kühl. Morgen müssen wir auf jeden Fall rüber den anderen Kanickel holen, denn das werden sicherlich welche wieder da liegen. Ich glaube, die darf man auch nicht zu lange liegen lassen. Eigentlich sollte man jeden Tag kontrollieren. So. Uns reichen, glaube ich, wieder 2 Sticks. Also nehmen wir erstmal das. Gar nicht erschöpfen. Natürlich. Ja, so hätte es nicht laufen sollen. Jetzt verlieren wir wieder Kalorien. Allerdings gewinnen wir auch ein bisschen an Gesundheit. Also, nochmal. Und schlafen. Trees. So, I'm gonna. Neun. I'm gonna eat a tree. Ja, 9. Sehr gut. My stomach feels like an empty pit. So, dann kann das weg. Das könnte gut sein. Den Hammer brauchen wir noch für drin. Reparieren. Kleidung reparieren, gut. Dann gehe ich nämlich rüber.
schau mal, was unsere Kanickelfallen sagen. Sehr gut. Starting to feel numb. Dann können wir die hier auseinandernehmen. Nur 0,8, das ist so ein kleines Kanickel. Oder der Kadaver hat zu lange hier im Schnee gelegen, könnte auch sein. Nehmen wir das mal vor die Tür. Immerhin, das hat gut funktioniert. Nee, das war frisch. Okay, jetzt habe ich das nicht bei. Na gut, was können wir denn noch machen? Die Kappe reparieren. Sehr gut. Das Gute dabei ist, wir leveln ja dann immer. Und ja, das kann man auch gleich mal machen. Ich hoffe, dass der Sturm nachlässt. Das ist wirklich extrem. Also, vielleicht kommt es einem hier auch nur anders vor, aber ich finde. Was man hier an Sturm erlebt im Pleasant Valley, ist schon besonders.
So, schauen wir mal, ob wir überhaupt zurückkommen. Ne. Nicht unter den Bedingungen. Ich meine, wir haben zu tun, dass nicht, dass die Zeit verschwendet wäre. Aber ich hasse es im Dunkeln hier durch die Gegend zu laufen. Denn das Problem ist, die Wölfe verhalten sich im Dunkeln wirklich anders. Normalerweise geben sie ja mal so ein freundliches Bellen von sich, bevor sie angreifen. Und im Dunkeln kann man einfach angegriffen werden. Ziemlich gut wieder, würde ich sagen. Wir sind jetzt bei 36 Grad Wärmeschutz. Das ist ordentlich. Also Wärme plus Wind. Also bei so einem Sturm. Man eigentlich nicht vor die Tür gehen. Das ist leider so. Breathing. Okay. Endlich. Das ist nicht ganz klar. Wie sind die Sichtbedingungen? Okay. Das kann ich klemmen. Also bei den Sichtbedingungen laufe ich hier nicht einfach durch die Gegend. So, sagen wir mal, 5 Stunden schlafen. So, und jetzt sind wir eben wieder im Lagerkoller-Risiko, aber das kriegen wir schnell in den Griff. My stomach is eating itself. So.
auseinander. Gut. Das können wir gleich hier lassen. Frisch. Und frisch. Alles andere müsste ja getrocknet sein. Nicht so schön, hier mit so einer Duftspur über die Ebene zu sprinten. Okay, nehmen wir es kurz ab. Und weiter geht's. Did I say I hate being cold? Because I really do. Na gut, letztes Stück. So, und ich denke, dann könnte man mal wieder ein Feuer machen. Weil hier haben wir jetzt einiges. Oder man wartet noch, bis es besseres Wetter gibt. So, den Tisch. Wie lange brauche ich dafür? Zwei Stunden. Ach so, wir hatten ja ein Lagerkollerrisiko. Okay, okay. Ja, und was könnten wir in der Zeit machen? Ich glaube nicht so viel. Mal schauen, wir hätten jetzt genug Feuer. Ah, also Feuerholz. Aber es geht schon auch so. Ist immer noch bei 61. Dann hole ich mir mal Fleisch von drüben. Vielleicht bei der Übermüdung nicht die sinnvollste Aktion, jetzt hier noch so eine kleine Wanderung zu veranstalten. Aber ich möchte nicht schon wieder die Sticks essen. Schauen wir uns kurz um. Thank you.
So, wo war unsere Lagerstätte hier? Ich werde das auch gleich essen. Könnte man schon mal ganz gut jagen. Ist halt bloß ein bisschen weit weg vom Haus, finde ich. Gotta warm up somehow. Und dann überlege ich, ich glaube, ich gehe drinnen schlafen. Zwar ein Lagerkoller von, also Risiko von 50%, aber ich denke, jetzt eine Nacht durchschlafen würde mir gut tun. So. Also, wir legen erstmal die Pelze ab. Ich glaube, bei der Übermüdung kann man auch nicht lernen. So. Drink. Und nochmal 12 Stunden. Vielleicht können wir ja schon lesen. Ja. Das ist natürlich eine irre gute Sache, das gleich nutzen zu können. Was sind wir denn jetzt? I need to find food. Bei Bogenschießen immer noch 4, na gut. So, was sagt der Lagerkoller? 48. Oh, I'm starving. So, erster Blick.
der Bär hier irgendwo rum? Warum eigentlich? Okay, die direkt über uns. Zwei Wölfe dort. Unsere Hauswölfe sozusagen. Mal den warmen Tag sozusagen, um uns hier in der Schneehütte von dem Lagerkoller zu erholen. Ist ja eine wichtige Sache. Ja. Und damit wäre das Problem dann gelöst. I never thought I'd be dying from starvation. So. Gut. Jetzt bei 41. Man könnte überlegen. Lupe geht natürlich nicht. Ja, aber trotzdem. Perfekt. Ah. So. Ich wollte auch nur Wasser hier. Dass man hier Wasser kocht und dann reingeht und da drin dann Fleisch kocht. So, gibt es noch etwas zu tun? Könnte den flicken tatsächlich. 83. Dazu brauchen wir zwei wahrscheinlich, ja. Ja, zweimal Stoff. Gut, kann ich auch ein anderes Mal machen. Feels like night is coming. Nächsten zwei Stunden. Sure, I can carry much more. Oh, es war glaube ich zu früh, oder? Ja. And this pack is getting kind of heavy. Gut, dann
die am besten? Ich glaube. Machen noch mal Wasser, und zwar in dem großen. Immer noch eine Stunde. Wieder muss das Feuer reinbekommen. So, dann. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Come on, little fire. Come on. Jetzt können wir nämlich die Kanickel hier machen. Und zwar fangen wir erstmal mit. Wasser. Weiter geht's. Wir holen noch ein bisschen Zeug aus dem Ofen, also aus der Feuertonne. Muss ja nicht verkommen. Gut. Und dann geht's ans Braten. I can barely walk with this much gear. Oh, das ist einiges. Zu tun, definitiv. Sieht ein bisschen wenig, finde ich. Also Licht könnte nützlich sein. 17, 17, 6.
15, 12, 5. Ah, ist auf jeden Fall fun. Hier mit 6 Platten zu kochen, ist schon cool. 11, 2. Folgendes tun, ich stelle das mal hier weg. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Nochmal 2 Liter machen. Schwierig, hier noch wegzukommen. Too much to carry. Und das können wir auch alles da rein tun. Es gibt fast gar nichts mehr. So, warum eigentlich? Was ist so krass schwer? Ach so, wir haben 28 Liter Wasser. Das ist verständlich. Wobei, da fällt mir etwas ein. Wie war es denn eigentlich hier? Hatten wir nicht noch... Ja, das Zeug noch. Spricht ja nichts dagegen, das zu kochen. So, 6 Minuten. Keine Gefäße mehr, verstehe.
So, 32 Minuten ist verkocht. Warum haben wir kein Wasser mehr, oder was ist das Problem? Achso, wir haben kein Wasser mehr. Ich noch mal 2 Liter. This gear. So, jetzt haben wir fast alles, glaube ich. So, nichts mehr zum Garen da. Okay, fein. Wie sieht's denn überhaupt aus mit Gun und Stuff? Ah, wir sollten mal noch eine Fackel ziehen. Ich würde sagen, 2 Sticks legen wir rein und 2 Fackeln ziehen wir noch. So. So, die brauchen noch 42. Oder lieber Altholz rein. Ja. Fein. Okay, das kann noch fertig kochen. Hier lege ich was rüber. Ich weiß nicht, ob ich das morgen umlagere. Ja, das war eine ziemlich gute Runde. So, noch ein Drink.
Und ich freue mich auf den nächsten Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye, bye.